Die neue Handelswoche startet mit neuen Extremen, respektive mit neuen Rekorden. Gold auf neuem Allzeithoch, aber noch viel stärker steigt Intraday heute Silber heute Nacht mit über 6%. Da ist also so eine gewisse Euphorie jetzt da bei den Edelmetallen. Wir haben zunächst die Euphorie bei den Aktienmärkten gesehen. Die ist jetzt so ein bisschen ausgelaufen. Es läuft so mehr oder weniger seitwärts auf höherem Niveau. Bei den Edelmetallen dagegen wird jetzt zugeschlagen. Und ich will mal zeigen, wer da eigentlich vor allem investiert ist, was da los ist. Und wir sehen nämlich da ganz ähnliche Phänomene wie in einem früheren Stadium am Aktienmarkt. Die Notenbanken also pumpen Liquidität in die Märkte und dann wird diese Liquidität gezockt und wird sozusagen dazu genutzt, um Werte nach oben zu pushen. Die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Schauen wir uns zunächst mal an, was da zu konstatieren ist. Eigentlich relativ ruhige Nachrichtenlage jetzt übers Wochenende. Im asiatischen Handel hat sich nicht so wahnsinnig viel getan. Aber Gold mit neuem Allzeithoch über der Marke von 1930. Das vorherige Allzeithoch war ja bei 1921 Intraday. Wir sehen Silber über 6%. Wir sehen, dass Bitcoin über 10.000 Dollar steigt. Und wir sehen den Euro-Dollar über der 1,17er Marke. Man könnte also sagen, wir haben einen Abverkauf des Dollars. Aber wir haben derzeit vor allem eine Silberhosse. Und wir sehen, es sind die Robin Hooder. Einmal mehr, also diese Kunden des Fintech-Unternehmens, die hier sich massiv zum Beispiel in den iShares Silver Trust einkaufen, also praktisch auf einen Silberanstieg spekulieren und das in heftiger Anzahl. Und wir sehen, dass diese Robin Hooders in letzter Zeit wirklich immer dominanter werden. Hier zum Beispiel Positionen im S&P, die Robin Hooder halten, nämlich in den 500 Aktien des S&P. Und wir sehen, das hat sich seit Jahresbeginn ganz locker verdreifacht, sogar mehr, verdreieinhalbfacht könnte man sagen. Also da ist unglaublich viel spekulatives Kapital in den Märkten und das geht eben in diese Märkte, die sexy sind. Silber ist derzeit sexy, Gold ist sexy, also rein damit, wir gehen all in sozusagen. Hier sieht man, wie stark diese Retail-Trader, die Privatinvestoren in den USA zugenommen haben. Seit Jahresbeginn hier E-Trade, neue Konten. Im März hatten wir 260.000 neue Konten, aber auch April, Mai war noch jeweils über 100.000, wenn wir uns die Monate davor anschauen. Und da war das keine großen oder gab es keine großen Anstiege. Also wir sehen, das ist ein Phänomen, das Februar begann, dann im März explodierte mit dem Hochpunkt der Corona-Krise und seitdem nur langsam abebbt. Also dieses Geld geht vorwiegend in diese Märkte und wir sehen das auch hier zum Beispiel beim Call Volume, also dem Volumen von Calls auf Silber, also von Optionen, die von einem steigenden Silberpreis ausgehen, massiv nach oben geschossen. Das gab es so noch nie, dieses Volumen ist so hoch wie noch nie, das sehen wir ähnlich, wenngleich nicht ganz so krass beim Gold. Auch hier die Volumina beim Optionshandel in Sachen Long-Positionen massiv nach oben geschossen. Wir haben es also mit Spekulation zu tun, das sollte man klar sagen. Und das ist eben weniger eine Reaktion auf das, was die Notenbanken machen. Klar, die Geldmengenausweitung ist natürlich ein Thema, aber letztendlich sind diese Phänomene, die wir hier sehen, nämlich solche massiven Anstiege etwa beim Silberpreis, letztendlich Ausdruck eben dieser Politik der Notenbanken und nicht praktisch eine Reaktion darauf, dass man sagt, ja okay, Silber und vor allem Gold ist ja nicht vermehrbar, Silber schon, aber hier sehen wir, dass eben die Dinge letztendlich doch eine Folge der Notenbankpolitik sind. Man nimmt die Liquidität und pusht damit bestimmte Werte nach oben. Das ist sozusagen hier klar erkennbar. Wir sehen, und das ist vielleicht ganz interessant, dass normalerweise, wenn die Relation zwischen Gold und Silber nach unten geht, monatelang ist ja Gold gut gelaufen, aber Silber hat sich wenig bewegt, jetzt schießt ja Silber durch die Decke und wir sehen, wenn wir hier die Gold-Silber-Ratio deutlich nach unten kommen sehen, dann haben wir in der Vergangenheit meistens, waren wir nahe eines Tops, muss diesmal nicht so sein, kann aber so sein. Hier sagte Holger Cepic oder weist auf diesen Zusammenhang hin zwischen Edelmetallen und der Bilanz der Notenbanken, die großen vier Notenbanken sind jetzt fast 50% des BIPs und vor allem die Fed hat noch Luft, die amerikanische Notenbank und der Dollar wird abverkauft. Wir sehen hier den Dollarindex, der jetzt weit über 8% gestiegen ist seit dem Tief im März, das wir im Gefolge der Corona-Krise gesehen haben. Da war ja eine gewisse Panik. Wenn Panik da ist, dann wird der Dollar stärker, weil die Welt in Dollar verschuldet ist. Dann muss man sich enthebeln.
Jetzt scheint das Gegenteil zu der Fall zu sein und wir sehen, dass der Dollar natürlich eine maßgebliche Rolle spielt. Fast zwei Drittel aller Währungsreserven werden in Dollar gehalten, 64,7%, nur ein Viertel etwa 25,8% in Euro, der Rest spielt eigentlich gar keine Rolle. Und wir sehen, dass jetzt eben Gold 7 Wochen in Folge gestiegen ist. Ich hatte das in einem Video am Freitag schon thematisiert. Und in der Vergangenheit war es so, dass dann der Folgemonat immer negativ war bei diesen 7 Malen. Kann diesmal anders sein, gar keine Frage, aber wir sehen, es ist eben ein spekulativer Überschwang, der länger anhalten kann, der nicht sofort abebben muss, aber es ist eben durchaus ein spekulativer Überschwang, da sollte man sich drüber klar sein. Dass der Dollar leidet, das hängt auch zusammen natürlich mit der Bewältigung oder dem Management der Corona-Krise, da ist in den USA doch einiges am Argen. Selbst bei den Republikanern, so neue Umfragen, herrscht eine gewisse Skepsis, wenngleich immer noch 68% der Republikaner sagen, ja, Donald Trump handelt diese Corona-Krise relativ gut. Bei den Demokraten ist das gegen null, die Zustimmung zu der Corona-Politik von Donald Trump. Aber insgesamt in der amerikanischen Bevölkerung ist doch offenkundig, dass die Amerikaner ein Problem haben, während andere hier frühzeitig agiert haben und weniger Probleme haben. Das ist einer der Gründe, warum der Euro nach oben gepusht wird, warum viele Großbanken den Euro derzeit empfehlen, weil man sagt, naja, die Eurozone wird früher aus dieser Krise rauskommen. Wir sehen das dann auch in dem CFTC-Bericht Commitments of Traders. Hier sehen wir, dass die Euro-Positionen, Long-Positionen im Vergleich zum Dollar so hoch sind wie seit April 2018, nicht mehr allzu weit entfernt von einem Allzeithoch. Und wir sehen, dass das Dollar-Sentiment, also die Stimmung gegenüber dem Dollar, ich hatte diese Grafik auch am Freitag schon gezeigt, sehr, sehr negativ ist, in der obersten Perzentile der Negativität. Gleichwohl kann das noch weitergehen, aber es droht dann eben einen Rückschlag. Jetzt sehen wir, dass die Amerikaner ja was tun müssen, um die Stimmung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten. Jetzt laufen ja diese 600-Dollar-Schecks aus. Jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Kommt der nächste Stimulus? Die Republikanische Partei hat sich jetzt geeinigt mit dem Weißen Haus. Man will 70% des vorherigen Lohnes den Menschen weiter bezahlen. Jetzt sagen die Demokraten, sagt Pelosi, das ist ein bisschen kompliziert. Wie will ich diese 70%, muss ich ja in jedem einzelnen Fall dann irgendwie rausfinden, ja, was hat der vorher verdient? Das ist ein Riesenaufwand, während man vorher ja relativ simpel gesagt hat, jeder kriegt 600 Dollar pro Woche. Das war natürlich viel einfacher. Jedenfalls, das dürfte das große Thema werden. Da dürfte es ein Lag, eine Fiscal Cliff geben. Das heißt, da wird das Geld erstmal eine Zeit lang ausbleiben, bis man sich geeinigt hat. Es kann sein, dass man vor der Sommerpause dann des Parlaments, des Kongresses in den USA, die im August stattfindet, nicht mehr etwas beschließen wird. Das wird man sehen. Jedenfalls wollte ich noch hinweisen, heute um 10 Uhr der IFO-Index, 86,2 der letzte Wert heute, also die Zahl, die vielleicht wichtigste Konjunkturzahl aus Deutschland, eine Zahl von über 89 wird erwartet. Aber schauen wir uns mal die Charts an, meine Damen und Herren, was wir hier sehen, das ist gleich Silber. 24,10 Dollar, 24,11 Dollar. Wir sehen hier diese Aufwärtsbewegung, die erste, alles auf Stundenbasis, die Charts, die ich zeige, und alle von Capital.com. Wir sehen, dass dann eben der Markt hier nach oben gegangen ist heute Nacht, aus dünner Luft eigentlich. Wir sehen, dass Gold schon über 1840 war, aktuell 1932. Wir sehen den DAX aktuell bei 12.865, leicht erholt, wie eben auch die US Futures, wie etwa der Nasdaq leicht erholt ist. Es ging ja doch durchaus in schwierigem Terrain letzte Woche bergab. Wir sehen Euro-Dollar, haben wir noch nicht gesehen. Der ist über der 1,17er Marke, ich hatte es vorhin schon angedeutet. Und wir schauen uns vielleicht noch Crude Oil an abschließend, das bei 41,06 Dollar handelt. Also, es ist schon ein Ausdruck einer spekulativen Euphorie, kann man sagen, das wiederum ermöglicht durch die Liquidität der Notenbanken. Das kann eine Zeit lang so weitergehen. Das ist sozusagen eine Übertreibung, die durchaus noch weiter übertrieben werden kann. Aber die Frage ist, wie lange ist das dann nachhaltig oder wie nachhaltig ist das? Wie lange kann so etwas der Fall sein? Wie lange kann so etwas stabil weiterlaufen? Da habe ich doch meine Zweifel. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diese neue Handelswoche und sage Servus und Ciao.